Reptile ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration, ist die erste Entwicklungsstufe von Gekabor und die Vorentwicklung von Gevaldro. Seine Vorstufe Gekabor ist neben Flamli und Hydropi eines der Starter-Pokémon aus Hönn, für das man sich in Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd, Omega Rubin und Alpha Saphir entscheiden kann. Reptile ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und reptilienähnliches Pokémon in hauptsächlich hellgrüner Farbe. Die Blätter an den Armen und am Kopf wie auch der Schwanz sind dunkelgrün und der vordere Bereich des Körpers, vom Unterkiefer beginnend über den Hals, den Brust- und Bauchbereich bis zum Unterleib, ist rosafarben. Insgesamt ist die Statur von Reptile äußerst schlank und agil und es besitzt einen länglichen Kopf, der von einem sehr langen, schmalen, auffälligen Blatt bekrönt wird, welches nach hinten weist. Die Augen bestehen aus gelber Lederhaut und länglich schwarz-weißen Pupillen und das breite Maul verläuft die lange, spitze Schnauze entlang. Die schmalen Arme verfügen an den kleinen Händen über je zwei kurze Finger und unterhalb der Handgelenke wachsen an den Seiten je drei lange, schmale Blätter. Der Unterkörper ist minimal breiter gebaut, was vor allem an den kräftigen Oberschenkeln liegt. Und die länglichen Füße verfügen über je zwei lange Zehen. Hinten an seinem Schweif befinden sich noch zwei lange Blätter. Und in seiner Shiny-Form ist der hellgrüne Körperbereich kräftig türkis gefärbt. Die vormalig rosa gehaltenen Areale sind nun grau und die dunkelgrünen Bereiche dunkelrot gefärbt. Reptile ist ein unglaublich schnelles Pokémon mit außergewöhnlicher Agilität und Sprungkraft. Diese Eigenschaften nutzt es, um wie ein Meister auf Bäume zu klettern. Reptile verlässt sich hauptsächlich auf physische Attacken wie zum Beispiel Laubklinge, Aeroas oder Kreuzschere. Es kann zudem aber auch einige Spezialattacken wie zum Beispiel Blättersturm, Gigasauger oder Solarstrahl erlernen. Seine starken Beine spiegeln sich in Attacken wie Fußtritt wider. Attacken wie Agilität oder Scanner zeigen, dass Reptile ziemlich schnell ist, da es Attacken mit seiner Schnelligkeit ausweichen kann. Wie alle Pflanzenstarter-Pokémon ist Reptile mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Kombinationsattacke Pflanzensäulen zu erlernen. In Kombination mit Feuersäulen steigt die Wirkung und ein Meer aus Feuer wird entfacht, das Gegnern schadet. Mit Wassersäulen entsteht ein Moor, das die Initiative von Gegnern senkt. Ebenfalls teilte sich mit den Pflanzenstartern die Standardfähigkeit Notdünger. Besitzt ein Pokémon mit Notdünger nur noch wenige Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke von Pflanzenattacken um 50%. Seine versteckte Fähigkeit Entlastung verdoppelt seine Initiative, wenn es sein Item verbraucht hat oder es ihm durch Attacken wie Abschlag gestohlen wird. Reptile lebt bevorzugt in dichten Wäldern oder im Dschungel. Dort herrschen die perfekten Lebensbedingungen fürs, da sich dieses Pokémon dort dank des dichten Grüns perfekt tarnen kann. Zudem ist es ein ausgezeichneter Kletterer und kommt hier auf hohe Geschwindigkeiten. Außerdem kann es dort seine Gegner besser besiegen, da es sich dem Wald angepasst hat und seine Gegner von Ast zu Ast springend verfolgt, um sie dann von oben angreifen zu können. Reptile ist dabei der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe. Es entwickelt sich aus Gekabor und kann sich selbst wiederum zu Gevaldro weiterentwickeln. Außerdem kann Gevaldro seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir eine Mega-Entwicklung vollführen. Gekabor und seine Entwicklungen sind alle vom Typ Pflanze, die Mega-Entwicklung von Gevaldro hat zusätzlich den Typen Drache. Durch seine Entwicklung wird das Pokémon größer, widerstandsfähiger, stärker und schneller. Im Laufe dieser Entwicklungen verändert sich der Körper von Gekabor, von dem eines kleinen Geckos zu dem eines großen und starken Basilisken. Es gewinnt deutlich an Stärke und Kraft hinzu und die erste Entwicklungsstufe Gekabor weist bereits eine immense Geschwindigkeit auf und baut diese durch seine Entwicklungen noch weiter aus. Wie bei allen regulären Starter-Pokémon wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe von Gekabor zu Reptile beim Erreichen von mindestens Level 16 und von Reptile zu Gevaldro bei mindestens Level 36 ausgelöst. Die Entwicklung
von Gewaldro zu Mega Gewaldro geschieht dann durch einen Gewaldroniten und mit seinem Typ Pflanze nimmt Reptine halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Flug- und Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.